Ja, Hallo. heute basteln wir für Fasching, Kinderfasching, wie man sieht. Und du hast schon wieder ganz super Sachen vorbereitet. Erzähl doch mal. Ja, Kinderfasching. Also, wir machen eine Kopfbedeckung. Und die Kopfbedeckung ist ganz einfach. Ihr nehmt Maß am Kopf eurer Kinder und dann habe ich einfach aus Papier, habe ich mir Federn ausgedacht. Die habe ich ausgeschnitten. Ihr seht, unterschiedliche Papiersorten. Habe einen Kranz fertig gemacht und habe die dann dort reingeklebt, so dass ihr entweder als Cowboy oder, ja, was können die Jungs noch machen? Indianer. Indianer und, wobei ich jetzt Nachbarn habe, da sind zwei kleine Jungs, denen habe ich die geschenkt und die sind jetzt ganz einfach begeistert und, ich mach mal hinten auf, aus einfachen Ja. Papierresten könnt ihr dann wunderbar, könnt ihr den Kopfschmuck herstellen. Und Es hat für, aber auch was Fantasievolles, weil es könnte jetzt auch aus irgendeinem Fantasieland sein. Also es das muss nicht richtig. unbedingt Cowboy oder Indianer Nein, sein, auch ein Mädchen genau. findet das vielleicht toll. Also wir haben aus Krepppapier haben wir einfach einen Umhang mitgemacht und haben den Jungs hier drum gehangen und dann sind die eben wie Batman, sind die da durch die Küche marschiert und haben sich gefreut. Ne? So, Ja. gleichzeitig könntet ihr Wimpel herstellen, dass ihr euch einfach welche ausschneidet, so wie ich das gemacht habe Und dann nimmst du und wieder habe, diese tolle Schere, die so eine Muster genau, schon macht, an der Seite. und habe die dann einfach bemalt, so dass ihr, wenn ihr möchtet, die dann einfach hängt und dann ist auch eine Girlande da. Cool. Und für den Tisch habe ich mir kleine Mäuse einfallen lassen. Bedeutet ganz einfach, ich habe einfach bloß einen Kreis mir ausgeschnitten, habe den eingeschnitten, habe den ein bisschen übereinander gelappt, so dass ihr eine Wölbung rausbekommt. Und dann lasst ihr euch einfach ein Gesicht einfallen, ob Mäuschen oder Kätzchen oder Hund und einen Ringelschwanz dran. Und so könnte dann zum Beispiel der Tischmuck aussehen. Und man kann entweder Pompons nehmen oder wieder Ja, diese kleinen oder Wackelaugen. wir nehmen diese Wackelaugen, ne? Ja, und ich sehe schon, du hast auch hier so ein ganz Ja, lustigen das sind kleine Finger, Charme-Ding. das sind kleine Fingerpuppen. Lustige kleine. Hier ist die Mutti, hier ist der Vati dazu. Und Ja. für mich ganz spannend, ihr könnt dann in der Familie euch Geschichten erzählen, indem du dann Ja. einfach, weiß ich, entweder Genau. ermahnst, Zähne putzen gehen, fertig machen im Bad, die Total Nachtruhe niedlich. beginnt, ja, also Super. wäre auch eine Möglichkeit. Und Und was hast dann du haben wir noch? noch mal aus Modelliermasse könnt ihr, und ich finde das wahnsinnig lustig, könnt ihr ganz kleine Mannequin, ob das jetzt ein Klon ist oder ein Seebär, ein Seemann, je nachdem, was euch einfällt, basteln. Und die haben wir an der Garderobe zu hängen, dass die Kinder, wir haben zwei Jungs drüben, dass die dann wissen, aha, der in Blau ist mein Haken, der andere hat Grün. Und dass die dann ihre Cool. Sachen dorthin hängen. Und diese Modelliermasse könnt ihr dann im Handel kaufen. Die wird dann einfach plastisch gemacht und dann könnt ihr anfangen zu gestalten. Und wenn die dann nach 3 Tagen wieder trocken ist, dann nehmt ihr Farbe, einfach nur Schulmalfarbe und gestaltet euren Klon. Und dann wird der nachher mit Nagellack fixiert, dass er ein bisschen glänzt, wenn ihr das möchtet. Und dann kann der aufgehängt werden. Super. Ja. Total toll. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr habt tolle Anregungen bekommen. Bei dem Wetter jetzt macht das bestimmt Spaß und ich wünsche euch viel Erfolg. Super.